Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu einer neuen kleinen Folge Minecraft Super Jump. Heute mit dem Thema, weil ich das ja immer so mache, dass ich, wenn ich Super Jump spiele, so ein bisschen labere und so ein bisschen über irgendwelche Themen quatsche oder sowas. Heute mit dem Thema Gamescom. Wie ihr vielleicht wisst, ist es ja so, dass ich von letztem Freitag, also die Folge hier kommt am Montag, also heute, von Freitag an bis gestern am Sonntag erstmal auf der Gamescom war. Wir sind relativ früh am Freitag weggefahren. Gegen 10 Uhr? Wenn nicht sogar noch. Also ein kleines bisschen später kann es natürlich gewesen sein. Und sind dann um 18 Uhr auf dem Gelände des Kölner Doms angekommen, am Hauptbahnhof. Und haben uns dort natürlich erstmal etwas umgesehen, sind mit unseren Koffern dann langsam in die U-Bahn und S-Bahn umgestiegen und haben uns in Richtung unseres Hotels gemacht. An dem Abend wollten wir vielleicht noch auf die Gamescom gehen, haben war dann aber doch gelassen, aus dem einfachen Grund, wir waren von der Zugfahrt ziemlich platt. Es war ziemlich, okay, es ist eine Zugfahrt, ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, es ist eine Zugfahrt, aber sitzt mal so lange im Zug drin und habt dann noch Bock, euch noch für 3 Stunden auf die Gamescom zu begeben, um dort vielleicht noch das ein oder andere Spiel anzutesten. Ich glaube, das würde sich für niemanden von euch und von uns besonders lohnen. Deswegen sind wir da nicht mehr hingegangen, wir sind dann lieber noch was essen gegangen und haben uns dann relativ früh schlafen gelegt, dass wir am Samstag, wenn die Gamescom ja sowieso sauvoll sein soll, relativ früh reinkommen. Na gut, dann sind wir halt um 8 Uhr dann vor Messegelände gelandet. Um 9 Uhr macht die Gamescom hier auf, um 8 Uhr waren wir da. Und wir hatten mega Glück, dass am Anfang noch relativ viele, wenige Leute da waren. Das heißt, 8 Uhr, wir hätten mit mehr Leuten gerechnet an dem Eingang, in den wir reingegangen sind. Aber es waren relativ wenige da. Wir sind unter den ersten 100 gewesen, die reingelassen wurden. Und deswegen sind wir da natürlich dann auch schnellstens rein. Und haben unseren Spaß gehabt. Wir haben ja einige Sachen besichtigt und auch gespielt. Fast alles, was uns interessiert hat, haben wir auch gespielt bekommen. Und wenn euch interessiert, was meine Meinung zu verschiedenen Spielen ist, dann sagt doch einfach mal Bescheid. Und dann werde ich dazu nochmal ein extra Video machen, aber hier rein passt es jetzt eher weniger, weil ich hier so erzählen möchte, was hier so Grundlegendes passiert ist auf der Gamescom. Und ja, wir wollten uns auf jeden Fall noch mit ein paar Leuten treffen. Hat nicht mit allen Leuten geklappt, zum Beispiel die Zaps, also Kadi und Fabi, die sind verhindert gewesen, die konnten nicht und somit war der Samstag schon mal um einen Terminplan weniger. Wen wir aber getroffen haben, war das ganze TGLP-Team. Wenn das hier jemand sehen sollte, dann Hallöchen an euch alle da draußen, ihr seid voll toll. Das heißt, Rompe war dabei, Fairplace war dabei, Hamsti war dabei, alle möglichen aus TGLP einfach mal bei YouTube eingeben, dann findet ihr schon was. Tierisch gute Let's Plays, gebt das einfach mal ein und dann kommt da schon was super Tolles. Zusammen mit den Leuten haben wir uns dann so langsam, ich sag mal, Richtung League of Legends LCS Stand begeben und unseren Spaß dort gehabt. Nun ja, wir sind halt, wollten uns das halt mal angucken und mussten anstehen. Das Schild sagte 3 Stunden, nach 10 Minuten waren wir drin. Und somit ging das eigentlich relativ schnell. Nur was unser Problem bei der ganzen Sache war, ist, dass die circa, also ich schätze mal, 200 bis 300 Sitzplätze dort hatten. Und unser dickes Problem war eben bei der ganzen Sache, dass die nicht rotiert sind. Das heißt, Leute, die die LCS sehen wollten, sind eine Stunde vorher gekommen, haben sich dort hingesetzt und sind nie wieder aufgestanden. Hätte man das anders geregelt, dass nach jedem Durchlauf, sag ich mal, nach jedem Spiel, die ganzen Leute, die sitzen, aufstehen und rausgehen und die ganzen neuen Leute die Stühle wieder befüllen, dann wäre das viel einfacher gewesen. Ich weiß nicht, wie der Sachverhalt war, ob man sich dafür irgendwie Tickets kaufen musste oder so irgendwas für den ganzen Spaß hier. Das wusste ich alles nicht. Vielleicht war das so, vielleicht aber auch nicht. Wir haben keine ausreichende Information dafür bekommen, außer ihr müsst jetzt hier vorne rumstehen, blockiert nicht die Treppen und lauft auch nicht unnötig weit rum. Das haben wir gesagt bekommen und das war es dann auch schon. Aber naja, interessiert ja soweit, also LCS kann man ja mal gucken. Ich war ja selbst schon dort bei der richtigen LCS, also nicht, also das heißt bei der richtigen LCS, bei der nur LCS-Veranstaltung ohne Gamescom und allem drum und dran.
Und da ging alles halt ein bisschen gesitteter ab und hier haben Leute rumgestanden und ich weiß ja nicht. Also ich halte davon eher weniger. Aber das kann ja jeder machen, wie er denkt. Danach sind wir dann noch ein bisschen rumgelatscht. Wir haben noch Rico getroffen. Also wer den nicht kennt, Rico Gamer, der hat ja schon so ein paar so ein paar Interviews geführt mit Leuten wie Ungespielt und so. Wenn ihr da was sehen wollt, sucht auch den, The Rico Gamer, und dann werdet ihr da unbedingt reinschauen müssen. Ganz viele Leute sind da interviewt worden, echt krass und toll. Fand ich nice, das mal zu erfahren, dass er hier so viele Leute interviewt hat. Finde ich supi. So, gut, was haben wir denn danach noch gemacht? Danach sind wir noch kurz was essen gegangen. Heißt also, da war so ein Barbecue-Event-Truck, da haben wir uns was mitgehen lassen. War sehr, sehr, sehr geil und sehr, sehr, sehr lecker. Und anschließend sind wir dann auch schon wieder von der Gamescom runter. Es war, glaube ich, 15 Uhr. Und wir waren halt von morgens an da. Und ganz ehrlich, wir hatten da keine Lust mehr drauf, weil wir hatten alles angespielt, was wir wollten. Wir haben alle Leute getroffen, die wir treffen wollten, außer einen. Der, mit dem war aber ein bisschen schlechte Kommunikation. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir kennen uns ja trotzdem noch. Wir können ja uns immer noch treffen. Ist ja gar kein Problem. Und ja, dann sind wir halt von der Gamescom runter Richtung Hotel gelatscht, haben uns da erstmal eine Stunde hingelegt und haben dann lecker nochmal amerikanisch gegessen. Da war direkt um unser Hotel rum ein amerikanisches, ich sag mal, eine amerikanische Sportsbar, in der man sich Burger zusammenstellen konnte und Pommes und alles drum und dran, und es war so lecker und so gut und so, oh, ich weiß es ja nicht, was ich dazu sagen soll. Es war einfach super. Haben wir uns da was genommen, sind dann wieder ins Hotel, sind extra früh schlafen gegangen. Und am Sonntagmorgen haben wir überlegt, sollen wir noch mal auf die Gamescom gehen und vielleicht noch ein bisschen nicht so voll umherwandeln. Aber das haben wir dann doch gelassen. Wir sind dann relativ früh gefahren. Und ich muss sagen, nächstes Jahr, wenn ich nochmal hinfahren sollte, werde ich mir Tickets für die Tage davor, vor Samstag, nehmen. Weil der Samstag war schon echt voll, meiner Meinung nach, und echt unübersichtlich. Das heißt, Samstag ist nur noch so ein Tag, an dem man nicht mehr so viel spielen kann, sondern eher da ist, für Leute zu treffen, um andere Leute zu sehen und so weiter und so fort. Aber nächstes Mal gehe ich einfach Donnerstag und Freitag hin. So einfach ist es, oder? So. Jetzt habe ich euch 7 Minuten den Knopf an die Backe getackert. Geredet. Und jetzt ist auch wieder gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer kleinen Runde Minecraft. Heute kommt noch ein altes Live-Video. Tschüss!